Verstand, ohne über Konsequenzen zu denken. Ich habe das deswegen noch mal so nachgefragt, weil du das auch mal beschrieben hast, wie das wirklich abgelaufen ist. Das war alles bis ins letzte Detail organisiert, auch mit Drogen und all den ungesunden Dingen, die da noch dazugekommen sind. Das heißt, das war ein wirklich wahnsinniges Leben von 0 auf 100. Plötzlich ging es auch in Amerika los. Es gab Grammys, es gab die ganz, ganz großen Preise. Es gab einfach wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und das alles aber mit dem Wissen, wir bescheißen die da draußen. Wir sind das ja gar nicht. Wir singen da gar nicht. Verdrängt man das? Moment. Erst war das eine Single, dann waren es zwei. Dann sagte Frank, als er wieder kam, wir wollten ja immer singen. Daran lag es ja nicht. Da hat er gesagt, Jungs, das geht nicht mehr. Also die Leute genau wissen, das ist nicht ihre Stimme jetzt. Wir können nicht das abwechseln. Und dann habe ich gesagt, scheiße. So, was machen wir? Also, das Leben ist gut. Du willst nicht davon. Ja. You don't want to separate yourself from this. Das heißt, man macht einfach weiter. Bevor wir dazu kommen, wie das Ganze dann aufflog, schauen wir einmal kurz rein, damit die Leute zu Hause auch noch mal eine Erinnerung daran haben, wer und wie groß die beiden wirklich waren. Milli Vanilli. Girl, you know it's true. Übrigens, John Davis, one of the original vocalists of Milli Vanilli. Das war einer der Vokalisten von Milli Vanilli und ich sind dann in Deutschland aufgetreten, haben letztes Jahr angefangen, auch in diesem Jahr wieder. A true Milli Vanilli experience, face meets voice. Face meets voice. John ist ein richtiger Profi, ein super Typ und ein guter Mann auf der Bühne. Ihr werdet euch wundern, wie amazing wir rüberkommen. Thomas Stein hat das Ganze damals wie erlebt. Wann war euch in der Plattenfirma klar, die singen da gar nicht? Das ist eine Riesenlüge, die da im Raum ist. Und dann die große Frage, wie gehen wir damit um? Wie erklären wir das zum Beispiel auch der Konzernleitung in Gütersloh? Gütersloh, Westfalen, alles ein bisschen anständig, ein bisschen ordentlich. Wie bringen wir denen das bei? Ja gut, da waren so viele Alternativen, gab es ja nicht. Also das war ja dann plötzlich bekannt. Aber es war schon so, dass in Amerika die Gerüchte anfingen. Nach den Grammys, die sie gewonnen hatten, ging es los. Und die Amerikaner, wie gesagt, mochten natürlich nicht, dass ein europäisches Produkt so erfolgreich war. Aber warum, auch nicht woher vergessen. Kam diese Gerüchte? Kam das durch die Dankesreden zum Beispiel? Also da singen jetzt zwei Jungs mit einem vermeintlichen Hardcore-New Yorker-Akzent. Das war es, glaube ich. Und dann stehen da zwei Typen auf der Bühne mit einem bayerischen Akzent? Nein, das war es nicht. Sondern die haben irgendwann auch mal gesungen und das war halt manchmal nicht ganz einfach und hat nicht mehr dazu gepasst zu dem, was da auf der Bühne stattgefunden hat. Ich muss nur etwas noch sagen. During MTV Tour, also auf der MTV Tour, das war 89, hatten wir einen sogenannten Emulator, aber der ist kaputt gegangen, der sollte die Vocals machen. Und wir haben es gemacht. Eine Woche lang haben wir das selber gemacht. Von Dienstag bis Freitag. Die Gerüchte, die Gerüchte sind gekommen von Frank's Corner. That's how it happens. Okay. Dann, that's the truth. Und jetzt nochmal auf die Einfach zu sagen. Mhm. Damals gab es einen sehr bekannten Anwalt, den die beiden dann genommen hatten. Vorher hatten sie keinen Anwalt und sie waren bei einer Sendung, die dir auch nicht ganz unbekannt ist, Wetten, das, und standen in der Bühne. Okay. Und dann hat der Anwalt gesagt, er möchte 1 Million D-Mark haben. Und dann hat der Frank Farian gesagt, pass mal auf, die kriegen 500.000. Also das ist, was ich sage, kann es jeder nachweisen. Und dann ist jemand mit einem Scheck von 500.000 nach Salzburg, war das, glaube ich, Wetten, das, geflogen. Hinter der Bühne, oder? Hinter der Bühne, alles passiert hinter der Bühne. Und kurz vorm Auftritt? Kurz vorm Auftritt. Und dann das ist ja nicht unüblich, aber dann auf jeden Fall kam dann der Scheck über 500.000.
Und hat der Anwalt den Scheck genommen, hat gesagt, er möchte 1 Million haben. Und daraufhin hat am nächsten Tag der Frank Farian gesagt, hiermit feuere ich Milli Vanilli als beziehungsweise Rob und Fab. Das war letztendlich der sachliche Zusammenhalt. Wahnsinn. Irgendwann ist einfach der Brunnen, das war so über den Krug gelaufen. We didn't care anymore at that point. It was just uns war das doch zu dem Zeitpunkt völlig wurscht. Das war für uns ein Spiel. Wenn wir einen Anwalt nehmen, das muss man sich klar machen. Ich verstehe schon, was Sie sagen, wie Sie das erzählen. Aber die Wahrheit ist doch die, dass wir ständig auf die Knöpfe gedrückt haben. Wir wollten, dass er schwitzt, weil er das mit uns gemacht hat. Jahrelang gedrückt und Stress gemacht. Wir wussten, das hört irgendwann auf. Jetzt machen wir kein Theater mehr mit ihm bis zum Schluss. Jetzt ist es uns wurscht. Auch das Geld ist uns wurscht. Wir wollten Theater mit ihm machen, das müssen Sie schon erkennen. Uns war es wurscht. Wir lebten ein Leben, wir wussten, wie das war. War wunderbar am Anfang, am Ende war es eine Quälerei, ein Albtraum. Ja. Und also haben wir auf den Knopf gedrückt, nicht Frank. Wir haben auf den Knopf gedrückt, das muss ich ganz klar machen. Das können wir jetzt wahrscheinlich endlos diskutieren. Auf jeden Fall gab es eine Schecke auf 500.000 Euro. Sie wollten 1 Million, damit war das Ding gegessen. Und das war das Ende von Milli Vanilli und dann kam die ganze Lawine, dann die Rückgabe der Grammys und das Ganze hat das Ganze nicht unbedingt zu einem sympathischen Ende gebracht. Gut, ja. Und das nächste Album, The True Milli Vanilli, ist dann auch, obwohl das ein tolles Album war, bei weitem nicht mehr so gelaufen, weil dann jeder eben die beiden als Darsteller auch sehen wollte. Das wollen wir nicht vergessen. Die als Typen haben etwas verkörpert, was in der Zeit zeitgemäß war. Ich bin der Meinung, wenn die Jungs hätten selber singen dürfen, hätten die genau denselben Erfolg gehabt, weil nämlich der Act gestimmt hat. Glaube ich übrigens auch. Die Typen haben gestimmt, exactly. Die Bewegung, das Outfit. But that's not what Frank wanted. Der hat ja auch, Bonnie M. hat ja immer nur 2 Leute singen lassen und die anderen beiden haben gemeutert. Genau. Also das ist so ein bisschen auch so seine Linie, da Stimmen durchzudrücken und andere nicht vorzulassen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber die Information habe ich. Und wenn man die Jungs hätte singen lassen, dann hätten die genau den Erfolg gehabt. Das glaube ich auch. Also, I have to say that, eine Sache noch. Sie hatten bei Ihrem Münchner Produzenten ja eine Platte gemacht gehabt. Und die war selbst gesungen. Und diese Platte ist möglicherweise heute niemandem mehr bekannt. I said you made another records with someone else. Which Werner Schüler. In Munich. No, that was Rob, not me. Das war Rob, das war ich gar nicht, das war nicht für beide. Damit hatte ich nichts zu tun. Nach 20 Jahren verschieben sich auch die Realität ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Diskussion, interessante Theorie. Glaube ich nämlich auch, dass das Ding wahrscheinlich auch so funktioniert hätte. Und hier kommt natürlich auch raus, wie knallhart das Musikbusiness ist. Es macht auch Menschen kaputt. Definitiv. Deswegen würde ich gerne Thomas Stein an der Stelle fragen. Ist eigentlich der größte Erfolg von Fabrice Morvan an dem Punkt, dass er es überlebt hat und Rob Pilatus nicht, im wahrsten Sinn des Wortes? Deswegen habe ich vorhin ja gesagt, er war früher genauso sympathisch, wie er heute war. Mhm. Und er hat sich da natürlich... Das war in der Tat eine Lawine, die auf die beiden zugekommen war, die nicht für jemanden, der nicht beraten ist, eine unhandelbare Situation wird. Mhm. Aber er hat sich nicht verändert. Rob hat sich dann ganz deutlich verändert. Mhm. Der hat eben zu viel von allem zu sich genommen. Und das war einfach auch letztendlich das Ende seines Lebens. Er ist durch die Drogen kaputt gegangen. Nur ein ganz trauriges Ende, ne? Ganz, in einem ganz Frankfurter Hotelzimmer. Genau, also ganz insofern. Einsam und traurig. Aber Entschuldigung, da er überlebt, sieht man, dass es auch anders geht. Das heißt, das ist auch eine Frage der eigenen Einstellung. You know, The story, there's so many levels to the story. Es gibt da so viele Ebenen an dieser Story. Wir können nicht jede hier abarbeiten. Ich kann euch nur eines sagen, wie Rob gestorben ist. Das ist ein eigenes Kapitel in einem eigenen Buch. Sie wissen nicht, was passiert ist. Ich weiß das ganz genau. Es wird auch ein Buch geben, auch einen Film. Aber wie Rob gestorben ist, das ist ein Rätsel, auch für mich. I can't talk about that. Darüber kann ich nicht sprechen jetzt, auch nicht mit dem Finger zeigen auf jemanden, aber wie er gestorben ist, das ist sehr, sehr shady. Ich sage Ihnen eines, wenn du weißt, einer ist drogensüchtig, dann kannst du ihm Cash nicht verweigern. Aber lassen Sie uns über was anderes reden. Wir haben darüber gesprochen, singen oder nicht singen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich
in der Musik bin, seit der Skandal raus ist, dass ich dabei geblieben bin. Ich habe gelernt, Songs zu schreiben, Instrumente zu spielen, bin mit der Musik dabei und werde das immer tun. Nicht mit einer der großen Plattenfirmen, aber guck mal im Internet, auf den sozialen Medien. Wir arbeiten jedes Jahr. Zwischen letztem Jahr und diesem Jahr ist vieles passiert. There's a lot of great music coming out. Follow me, da gibt es noch jede Menge Musik. Wenn ihr sagt, die singen gar nicht, der singt nicht und so weiter, aber kann nicht. Nee, nee. Fab Morvan ist Sänger und Songwriter. Und jetzt muss ein anderer Gast ankommen, aber das musste noch sein. Wir wollten 25 Jahre nach diesem großen Skandal, es war interessant, die beiden mal hier zusammen zu hören. Und auch zu spüren, dass das immer noch die Geschichte ihres Lebens ist. Eine Geschichte, die sie nach wie vor unglaublich bewegt. Ja, genau. Und auch Thomas Stein, eine Geschichte, die damals wirklich keinen kalt gelassen hat. Wünsche alles, alles Gute für das, was da jetzt kommt. Wirklich feiner Kerl. Fabrice Morvan. Maryam Komeyli ist bei uns. Die ähnlich eigentlich wie die beiden damals sozusagen aus Versehen plötzlich Popstars, Weltstars geworden sind, so wurden sie aus Versehen Reisekauffrau, kann man sagen, oder? Sie gelten als